wunderschönen Norden. Wir sind auch der Norden formattechnisch heute hier. Plus du und deine Lines. Plus Don't let the label label you. Reihenfolge ist scheißegal. Wir präsentieren das hier gemeinsam und freuen uns tierisch auf dieses Match. Und zwar ausgetragen in Bremen. Yes, ja. Ich habe hier allerdings zwei Contender zu stehen. Der eine aus Hamburg, der andere aus Osnabrück. Mach trotzdem hier bitte mies Lärm für beide MCs, die ich nacheinander vorstelle. Zwar hier auf meiner rechten Seite. War, wird jetzt hier richtig einen rausknallen. Macht Lärm für Alko! Bremen macht bitte mindestens genauso viel Lärm jetzt hier für seinen Gegner. Auf dieser Seite hier macht Lärm für Maru! Bremen, das Match geht hier los. Klappe halten jetzt hier alle. Erste Runde. Alko. So Leute, was völlig klar ist. Es ist der großartige Alko gegen den gottverdammten Maru. Kein Plan, wer der Spast ist. Ich habe von Opfern keine Ahnung. Erstmal wird er abstoßen, so wie Fotzen mit Behaarung. Du kannst gern 20 Strophen kicken. Du hast dir trotzdem nichts zu sagen. Ich habe vor genau 2 Wochen hab ich angefangen, den Vogel zu recherchieren. Ja. Und nach genau 10 Minuten war ich mit seinem kompletten Repertoire fertig. Ich habe aber doch was gefunden. Und zwar hat die eine Lady eine Hook getrellert. Und so eine Frauenhook. Ey, die kann schon mal Swing, Mann. Nun bringt dir das nichts, wenn die Schlampe nicht singen kann. Hey. Und auch wenn ich mich unfassbar kaputt lach, was eine hohle Bratze, dass die so einem Spaß deine Hook macht. So ein Klassiker. Rapper, die meistens nur dumm schwätzen. Denken sie, haben Ideen, doch können sie einfach nicht umsetzen. Keine Frage, wer von uns beiden hier besser ist. Rapper wie du machen unsere Szene doch nur lächerlich. Ich konnte nichts über dich finden. Wirklich schade, keiner kennt dich. Tu dir selber den Gefallen und begrabe dich lebendig. Du bist weder lustig, noch hast du ausgelutschte Reime. Ausgefuchste Reime. Dafür rappst du übers Ghetto. Was eine ausgelutschte Scheiße, Typ. Ich rauch dich in der Pfeife. Peppschwanz gegen Stahlhammer. Du plackst in das Zimmer, während der Fettwanz deine Mann ballert. Denn ich bin echt eine teuflische Gestalt, der King, wenn es um Battles geht und in häuslicher Gewalt. Hab jetzt gerade vor einer Woche meine Freundin weggeknallt und heute stehe ich in der Cypher und vergeude meine Zeit. Könnte auch ein Battle machen, was ich irgendwie auszahlt oder einen Gegner haben, der irgendwas ausstrahlt. Du charakterlose Witzfigur, Bastardsohn, wer bist du nur? Alko ist der King, Maru ist eine Missgeburt. Und deine Tracks, die sind echt nicht hörbar. Womit willst du mich dissen? Mit meinem sexy Körper? Das ist Crack für Rap. Du Opfer schiebst einen harten Film. Alko ist am Start, besorgt euch Wodka, Dope und Gratispillen. Warte, chill. Dieses Battle ist nicht over. Du willst battlen, doch bist der nach dem ersten Box K.O. war. Nein. Mach Lärm hier für die erste Runde! Erste Runde auf für... Maru! Moin, moin, Alko. Heute wirst du live auf Bühne zerpanscht und das noch bevor vom Schief der Dübel verdampft. Willkommen im Norden. Ich sende euch Grüße ins Land. Du wirst gefickt, denk schon mal Socken an die Türklinken dran. Digga, den Scheiß, den du machst, gibt es tausendfach. Selbstironie? Ja geil, Mann, jetzt wirst du ausgelacht. Und damit beim VBT auch jeder Schwanz brav Auge macht, hast du dir eine Nutte für dein Video gekauft, Mann, und die saugt deinen Sack. Damit hast du dich prostituiert, aber der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich dachte, die kriegen Freilos. Ich dachte, die kriegen Gegner, doch dann kommen die mit so einem Freilos an. Kommen wir zu deinem Alkoholproblem. Du verkaufst es als Image und benutzt das Maskerade, damit die Leute sagen, ja, normal ist Alkohol wieder Latten gerade. Doch dein Alkohol, doch dein sogenanntes Image ist eine an dich selbst gerichtete Punchline. Denn Alkoholiker zu sein ist kein Image, mein Freund, sondern eine Krankheit. Lüge! Ich bin wieder ein sogenanntes Image, denn ich hinterlasse Schäden auf Langzeit. Ich brauch dich eigentlich gar nicht mehr vernichten, denn das macht schon ein sogenanntes Image, wenn du nur lang genug dran bleibst. Du bist nichts weiter als eine widerliche Bitch, die ihr aufkotzt und sich scheinbar viel zu siegessicher ist. Doch ich nutze meine Chancen, das kannst du mir nicht mehr nehmen, denn ich hab zwar keinen Heimvorteil, doch du bist als Hamburger hier in Bremen. Yes. Yes. Mach Lärm für die erste Runde von Maru! Yeah. Yeah. Zweite Runde! Alko! Yo! Ey, Omaru, wir finden dich ziemlich scheiße. Und der Battle gegen Alko D, personifizierte Eiche. Reichst du gar nichts, Punk? Ich trete dir barfuß in die Fresse. Tanz Cripwalk auf deinem Face und singe, Maru ist der Beste. Er sieht zwar aus wie Quasimodo, aber der hat den Rücken. Dein Rap ist wie ein Junkie-Mode, sehr viele Lücken. Yeah. Alko gegen Maru ist wie Knastsex gegen Edelpuff. Ich fick dich, während deine Freundin mein Ass leckt, bist du Penisbruch.
Und deine Tracks, die sind echt nicht hörbar. Womit willst du mich dissen? Mit meinem sexy Körper? Du bist dumm wie Scheiße, mir hast du Nutte nicht zu sagen. Der ist so blöd, der geht in die Dusche, um zu baden. Auch in seinen Videos sieht man richtig oft, dass du dumm wie Brot bist und du nichts im Kopf hast. Jeder Förderschüler wirkt neben dir wie ein Diplomat mit seinem IQ. Erreicht er dumm als Minusgrad. Du peinlicher kleiner Freak, wie battelt man einen Gegner, den es eigentlich gar nicht gibt? Jeder Anwesende scheißt drauf, was du so machst. Mein Scouter misst gerade 1000 Punkte Hurensohnkraft. Time. Mach Lärm hier für die zweite Runde von Aiko! Hey, okay. Zweite Runde jetzt auch für Maru! Hey Digga, du siehst ein bisschen aus wie Sierra Kid mit Down-Syndrom. Dass du tatsächlich behindert bist, hatte ich schon ausgeholt. Und wenn das passiert, kann ich es nicht mehr stoppen und dann puncht es pausenlos. Was soll das hier noch werden, Mann? Der Typ ist doch schon mausetot. Alter, nur 14-Jährige feiern deinen Scheiß wie Alkopops. Das, was du machst, ist kein Rap, das ist allerhöchstens mit deinem Singsang Alkopop. Im Grunde bist du nur eine fette, verpickelte Mainstream, fetter, verpickelter Mainstream-Wichser und mir fehlen die Worte. Schade. Und ich frage mich, Digga, wie kann man den denn supporten? Alter, ich bin mit Herz dabei, sitz am Wochenende zu Hause, um meine Ideen zu recorden. Du säufst dich zu, bis du genügend Intus hast, um den Weg nach Hause nicht mehr zu finden und dann planlos durch die Gegend zu torkeln. Aber ist mir scheißegal, was du in deiner Freizeit... ist mir scheißegal, was für einen Unsinn du machst. Hauptsache, Alter, du nervst uns nicht, du Spast. Na, time. Das war jeden zwei Runde! Hey, Oprim, beide MCs haben jeweils noch eine Runde! Beginnend bei Alko! Ey, ich bin Alko und ich scheiß auf eine Message, du Hong. Die Bitch aus deiner Hook fragt, wann du aus dem Ghetto rauskommst. Heftiger Song, was der für eine Fotze ist. Du bist kein Hoodboy, du kommst aus Osnabrück. Den OG kauft dir keiner ab, du Toy, bist Blamage. Du bist nicht Haftbefehl, du bist Zeugenaussage. Wenn ich deine Mutter quer durch das Freudenhaus schlage, dann hat sie Tollwut, die Arme und eine zerbeulte Visage. Oh! Ey, und ich frage mich, wie kommt man am besten in den Part rein, am besten von hinten? Immer, du schreibst einen peinlichen Part in deinem Kinderzimmer. So wie du rappst, bist du Hinterwänder bestimmt behindert. Ich bin Gewinner. Denn ich geh ab wie eine Rakete, eine Bombe und der Schädel in der Platz an die Tapete. Bruder, mach mir keine Szene, Alko, weiß wie man rappt. Für Killer Flows auf deinen Beats bist du einfach zu schlecht. Oh! Was ist los mit dir, Spaß? Jetzt wird Kohle gemacht, renn auf doof durch die Stadt, denn so lob ich mir da Stunde Studio Hurensohn oder Koks mitgebracht. Alko, ich hab weder Bock zu eskalieren und der bleibt nichts übrig, als an meiner Kohle zu erfrieren. Digga, du wirst dich blamieren, wenn der King in die Cypher steppt. Es wäre nett, wenn du zumindest mich weiter rappst. Yeah! Auch wenn ich bei so einem Battle wie heute ziemlich drauf bin, müsste ich, um dich zu ficken, eigentlich viel mehr saufen. Ich find dich vor versammelter Mannschaft und ich schäme mich dafür. Ich find dich vorversammelt der Mannschaft und ich schäme mich dafür. Der Typ ist so unbeliebt, der zahlte heute Knete an der Tür. Und wer mischt eigentlich deine Tracks? Hast du eigentlich Sinne? Nur deine Reimtechnik ist wacker als deine Stimme. Du kannst die Scheiße vergessen. Ja, einmal kurz sammeln, sorry. Hamburg! 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 Ja, time, sorry. Alter, vielleicht einfach mal nicht reinbrüllen, Alter. Vielleicht wäre noch was gekommen, ey. So, Bremen, dritte und letzte Runde jetzt auch hierfür. Maru! Ja, ich hab dritte Runde, keine Ahnung, Blackout. Okay. Das ist nicht drin. Okay. Irgendwas. Hamburg! 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 Ja. Ernst, Alter? Ja. Sollen wir klatschen? Nee, Alter, das ist diese Drecksscheiße. Na gut, passiert! Jus, Bremen, das war hier das vierte Match. Macht mal bitte trotzdem Lärm hier für Bayern! Ja. Hey. Das ist für den unprofessionellen Emotionsaubermarkt. Hatte er seine drinne? Ja, natürlich. Ja. Aber zu Recht, ey. Oh, Bremen ist ganz schwierig manchmal, ey. So, Judy,
Okay, wir sind draußen. Tschüss. Eyo Bremen, Eyo Internet, Eyo du und deine Alliance. Normalerweise sitze ich ja immer mit beiden Kandidaten hier, jetzt nur noch mit dem Herrn Alko. Der Herr Maru ist vorher leider schon reingedüst, war jetzt nicht super sauer, dass ich da die Flasche geschmissen habe, haben mal drüber geredet. Bestenfalls hört er jetzt noch ein kleines Statement von ihm, und zwar jetzt. Ja, hat echt Spaß gemacht, mal geil mal dabei zu sein und mal zu gucken, wie das alles so hinter der Kamera aussieht, sag ich mal. Ja, war cool halt, ne? War halt ein bisschen mies, dass ich so heftig gechoked habe, aber im Großen und Ganzen macht das einfach Spaß und ich kann es nur weiterempfehlen. Ja, warum gab es keine dritte Runde? Also tatsächlich gab es eine dritte Runde, aber das war mein allererster Live-Auftritt und dann in einem A Cappella-Battle und weiß nicht, irgendwie ging die Pferde mit mir ein bisschen durch, so ich war nervös, ne? Ist ja normal, hoffe ich zumindest. Und dann hatte ich einfach einen Blackout, also. Die zweite Runde war auch nicht komplett, aber ich gelobe Besserung beim nächsten Mal. Ja, und Alko, mega korrekter Typ auf jeden Fall. War die ganze Zeit mega sympathisch, der Typ. Und seine Mucke ist eigentlich genau mein Humor. Also ich fand es schwer, so jetzt irgendwas zu finden, wofür ich ihn jetzt heftig fronten konnte. So. Aber also ich feiere seine Mucke auf jeden Fall. So ist es nicht. Kann man sich auf jeden Fall geben. Props an Alko. Yes, okay. Ihr habt's gehört. Da können wir hoffentlich noch ein kleines Stimmungsbild wiedergeben, wie dem Maru so geht. Und wir können jetzt noch kurz quatschen. Ja, erzähl mal. Also erstmal ging's richtig behindert los. Erst ist irgendwie in einer Crowd umgefallen. Ja. Dann musste man das ganze Battle nochmal komplett neu starten, weil es hat so die Stimmung gekillt. So. Und dann musstest vor allem deinen ersten Part komplett rappen. So in der Überzeugung und als wäre das jetzt noch nie passiert. Und die Crowd konnte halt nur so reagieren, wie sie reagiert und wie man reagiert, wenn man einen Track gerade zum zweiten Mal hört. Von daher erstmal sorry für den Fuck-up, Alter. Und wie war das Battle jetzt mal das mit einbezogen, aber dann auch davon abgesehen? Ja, also mich hat das nicht besonders gestört. Also ich krass. Ja, das Battle hat Spaß gemacht. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß dabei, nur ich bin auch nicht sehr zufrieden gewesen. Also, ne, nächstes Mal wird es noch eine Nummer krasser auf jeden Fall. Ja, Mann, aber war ein geiler Abend. Dankeschön für alles. Ne? Ja, die ersten beiden Runden fand ich auch irgendwie, hast du auch da dir das halt anmerken lassen. Wa? Die erste haben wir gerade begründet, aber in der zweiten habe ich auch gedacht, zündest du noch ein bisschen krasser. Aber bitte, was ist in der dritten passiert, Alter? Da passte viele zusammen, geile Lines. Und miese Double-Time-Parts, Alter, warum nicht das komplette Battle über so? Was war los? Warum die dritte so viel besser als die anderen? Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe den dritten Part, glaube ich, einfach nur in einem bestimmten Style gestaltet. Okay. Darum ging es einfach. Ich wollte einfach schneller rappen im dritten Part. Nur darum ging es. Ja, also das ist sicherlich nicht das Konzept und das Rezept für ein komplettes Battle, so Double-Time-Style abzugehen, aber die Präsenz und die Power, die du da in dem Style hattest, das über das gesamte Match bestenfalls konserviert, dann kann da richtig was gehen. Freut mich richtig. Ja. Nur meiner Meinung nach hat genau in dem Part die Punches gefühlt zum Beispiel. Okay. Ne? Ja, aber auch wieder ein Punkt, über den die Community dann ein bisschen philosophieren kann. Gebt auf jeden Fall euer Feedback auch zum Kollegen Maru, der jetzt hier vorher reingehauen ist, weil wir ein bisschen aneinander vorbeigequatscht haben, aber alle easy. Juli, damit sind wir draußen. Dickerchen, wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Bleib stabil. Gerne. Grüße bitte. Auch an deine Atzen, Alter. Battle Rap müssen die noch lernen. Aber hier, Alko kann was. Bis dann. Tschüss.